Servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja Freunde, ich bin wieder auf Tour, kleine Tour möchte ich machen. Da mein Hauswald herüben neben der Donau, wie immer. Ein bisschen durchs Dickicht zischen, habt ihr eh schon gesehen. Ja, möchten wir heute einen kleinen Zupperl machen, Kaffee ist eh klar. Wir haben so 7 Grad. Ich möchte ein bisschen meinen neuen Norweger spazieren dran und eine neue französische Westen, so eine Fleecejacken. Super für die Temperaturen, muss ich sagen. Ja, aber jetzt gehen wir da ein bisschen entlang weiter durchs Dickicht. Wie gesagt, ich würde nicht weiß gut wie weit gehen. Ich möchte nur schauen, wie es ausschaut. Kleinigkeit kochen, schauen wir mal einen Hobo anwerfen. Ich habe meinen Dachshobo dabei. Und ja, wenn nicht, ich will Spiritus brennen auch mit. Ja, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal, solange es noch schön ist. Ja, jetzt schauen wir da halt noch ein Stück durch den Dschungel durch. Und suchen ein sehr geeignetes Platz. Ja, ich glaube, ich habe meinen Platz halt da gefunden. Den Baumstamm werde ich mir nehmen auf die Stereo. Da kann ich gemütlich sitzen. Ich mag das ganz gern. Und da hängt schon was Trockenes. Das war ja gleich für den Hobo optimal. Alles gleich in Griffweite quasi. Ja, ein paar Worte zum Norweger. Der hat auch Tragegestell. Und Beckengurt da unten, schöner dicker Gurt. Der Rest ist Lederberimmung in Grau gehalten. Eigentlich sehr gut. Rucksack ist aus Nylon. Er hat 45 Liter, glaube ich. Schöne graue Lederriemen dazu, passt so in dazu, auch da hinten Leder. Da oben kann man noch was draufpacken mit Lederriemen. Und ja, ich muss sagen, ist nicht so schlecht, was ich bis jetzt getragen habe, ist okay. Langzeit kann ich natürlich noch nicht sagen, weil ich das erste Mal unterwegs bin. Ja, das Einzige, was man ich natürlich noch gemacht habe, ich habe den Bastian gefragt, sind natürlich Militäre Basic, wo soll er sonst her sein? Link unten in der Beschreibung, claro. Habe er mich gefragt, ob er nicht so lieb sein kann, mir noch zusätzlich so ein graues Bundle mitschickt. Hat er natürlich gemacht, ist eh klar. Danke Bastian an der Stelle. Und ich habe mir natürlich da gleich mal wieder einen Brustgurt draus gemacht. Einfach mit diesen Buchschrauben da. Ja, das war's. Aber wie gesagt, es gibt da noch ein eigenes Revier dann dafür. Zeige euch dann alles näher. Jetzt machen wir es einmal gemütlich. Ja, ich habe da wieder so ein Föhl mit dabei. Ich habe damals so 4 alte Föhl gekauft. Das eine habe ich mir jetzt ein bisschen zugeschnitten. Ist eigentlich nur zum draufsitzen gemütlicher. Ist ein bisschen größer wie das andere, ein bisschen dicker. Ja, ihr seht es. Ich habe zuerst gesagt, mein Dachsmäntel liegt auch da. Hobo. Meine natürlich, den habe ich mir hergerichtet. Haben einen kleinen Windschutz gebaut. Heute gibt es auf alle Fälle mehr kleines. Ringzupperl will ich mal machen und schaut einmal, mein Nierenbecher ist heute einmal wieder dabei. Naja, klar, einmal wieder Oldschule unterwegs. Ja, ich würde sagen, ich zünde den da jetzt einmal an. Ja, während der Hof schon langsam brennt, zeige ich euch einmal schnell die Jacken. Ist von der französischen Armee, nennt sie Polaris. Wurscht, ist wirklich warm. Ist so eine Fleecejacken mit Gummizug, auch unten, schöner Gummizug, geht super weit zu, kann man da oben einmal schön zuziehen auch, also Glätt, 2 Glättpatsch da, auf die, jetzt ist er warm, auf die Schultern sind so glatte Auflagen, dass sich der Rucksack besser tragt und auf die Ärmel auch. Und hat auch noch 2, links und rechts 2 Innentaschen. Ja Freunde, braucht sie nicht lange überlegen, wo ich die gekauft habe. Bastian, Militäre Basic, kostet glaube ich ein bisschen über 30 Euro. Ist ja Wahnsinn. Also, tipptopp. Ja, mein Liegsattel gibt schon Gas. Das macht Spaß.
So, Wasserkessel dabei. Wasser ist schon drin und schnalzen wir mal drauf da. Ja, Freunde, der kocht. Da ca. 3/4 Liter Wasser drin. Da brauche ich 450. Nein, 400 für mein Superl. So. Und da habe ich mein Press heute dabei, mein Stanley. Habe ich eh schon mal gezeigt, Video davon. Verlinke ich da oben. Ja. Die Nudeln sind warm, also sind wach. Al dente. Ja, in dem Sinn, sage ich mal, Mahlzeit, Freunde, wie spät haben wir es? 1:30. Ich habe heute nur gefrühstückt. Das ist natürlich ausgiebig. Mahlzeit. Ja, wie es gesehen hat, habe ich in der Zwischenzeit meinen Abstelltisch aufgebaut. Ich weiß, es seid neugierig. Und wenn ihr das sehen wollt, schaut euch das Video da an. Da zeige ich euch, wie man das selber baut. Und der Abstelltisch. Perfekt. Achso, ich brauche das weiter oben. Ist ja kein Problem, oder? Tassel. Und es geht los. Jawohl, so schaut's aus im Schneckenhaus. Herrlich. Brauche ich gar nicht mehr umrühren. Haben wir ja schon geschüttelt. Ja, Freunde, in dem Sinn, Krankensessel ist jetzt wieder die Nummer 1 bei mir, das wisst ihr soweit. Gesund werden, Freunde. Und natürlich auch die ganzen Gesunden und nicht krank werden, gell? Weil jetzt wird es gefährlich bei dem Wetter. Prost! Jo, hei, ein bisschen viel Kaffee erwischt, da rollt es an die Fußnägel, aber das passt schon so. Ja, den Hobel lasse ich jetzt ausgehen. Lege nichts mehr nach, brauche ich nicht mehr. Ein Käffchen werden wir noch genehmigen, ne? Und wir haben heute genug. Ja, ich habe jetzt alles ausgetrunken. Passt. Hobel lasse ich noch runterbrennen. Wer jetzt noch geachtet ist, Video für die Tipps und Tricks Serie da dran. Für den Abstelltisch und dann packe ich zusammen und geht es wieder Richtung heimwärts. So, der ist eh schon kalt. Mal die Hosenschnauze an. Es ist eh schon alles aus, aber es kennt mich. Sicher. Schaut schön aus, wie da die Sonne durchblendet. Also, wenn da so der Wind durchzischt, da kracht zum Kram jetzt in die Bäume, da wird er gleich Angst am Baum. Ja, Freunde, das trickert auch immer mehr aus. Schon fast kein Wasser mehr drin. Ja, aber in dem Sinn, da werde ich mich gleich für euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen.
wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Mauern und pfiat euch die Buben.